eingezeichnet in der Spanien so gewalt um. Da war die Sandung das. Nun, der Papst besteht. Die Spanier erhalten dadurch den größten Teil von der heiligen Kontinent. Die Portugiesen, Afrika, Indien, Unternehmen aber auch Brasilien, ihr seht, die Grenze geht, schneidet noch einen Teil Südamerika ab. Und deswegen spricht man etwa in Brasilien Portugiesisch, in Argentinien oder in Spanisch, das heißt, in dieser Linie. Und in einem 1529 macht man das Vereinigte. 29. Vertrag von Saragossa. Ich habe das Buch Saragossa mit 10 oder 10. Und damit legt man eine Grenze in Ostindien fest. Dafür, ja, diese Linie hier rechts. Also, Grenze nach dem Grab von Saragossa. Greift man auf. Japan. Ja, dann noch ein Teil. Spanien gehören. Also da gab es die Kämpfe, man suchte das Ding zu regeln und holte als oberste Autorität dazu auch noch den Papst herbei. Haben wir natürlich der Spanier, der natürlich gern den zugestimmt, dass die Spanier die neue Welt. Aber wir haben ja Indien, Brasilien, Afrika, vielleicht unsere Arbeit.